Seien im Speedbad mit dir! Mach den dreimal, das ist ja besser. Drei Schläge. Du kannst ihn ruhig übersetzen, er kann dem Daniel das Ding um die Ohren hauen. Ich bin für deine Technik hier die Nummer. Uli, lass ihn leben, Uli. Vielen, vielen Dank, Sayem! Und er traut es auch noch. Daniel, vielleicht kommst du mit drin hier mal. Zu Haifa! Willi, hast du schon Angst um deinen Wettbewerbsschläger? Oh weh, oh weh. Die Firma ist eigentlich Durchdrückungsmaterial, aber jetzt Speedbewerbsschläger. Und Martin Stolz, wehe, du nimmst nicht alles auf. So, und meine Damen und Herren, also YouTube übersetzt Ihnen das, weil ich sage es den Zuschauern einfach nochmal. Man sagt immer, die Chinesen, die schocken sich ab und die machen nichts mit. So erlebe ich die heute schon den ganzen Tag. Wunderbar, unser Weltmeister Doppel aus China! Ja, also der Bundestrainer hat Ihnen ja gesagt, dreimal darf man aufschlagen. Da gibt es so eine gedachte Drittellinie hinten. Das heißt, der Aufschläger muss aus dem hinteren Drittel aufschlagen. Und dann kann man eigentlich alles machen. Jetzt gucken Sie, ob er gut war oder nicht. Vielen Dank.
eine mittig spielt. Nee, das ist die So, der Dreistaber in Jan hier in Borda, das ist mindestens in der Regionalliga. Einfach nur ein bisschen drin. Braun und Borda passt irgendwie nicht. Das ist ein Fußball. Ja, Handball. War schon ganz interessant. Das ist für uns immer wieder interessant, dass die Leute, die Menschen spielen, auch für Neues offen sind und sich das anziehen und auch selbst rausprobieren und dann auch im Leben hochspielen. Jetzt muss man natürlich fragen, ist das eigentlich eine teure Sportart oder kann sich das eigentlich mehr oder weniger jeder leisten? Teure Sportart auf keinen Fall. Also, wenn man heute zum Stand geht, sieht man auch, dass wir eine Spezialpreise für diese Veranstaltung und man kann sich das Set auf jeden Fall leisten, kein Handball von 30 Euro für heute. Und das Wichtigste ist einfach, man kann es jederzeit überall spielen. Und wir hatten ja auch überlegt, wenn es hier ein bisschen dunkler gewesen wäre, eventuell sogar Blackmon zu spielen, dass es das Besondere ist. Blackmon ist also eine Art Party-Variante von dem Ganzen. Man spielt das Ganze unter Schwarzlicht, alles leuchtet, die Leute, die Spieler an sich malen sich dann mit Schwarzlicht, Farben und man kann das Ganze in der Nacht spielen zum Spaß und ist auf jeden Fall eine extrem interessante Erfahrung für alle Leute. Du spielst hier nur noch selber, im Moment sind 6-5, was schätzt du denn? Ich glaube, zur Zeit sind alle extrem gute Training, die wir am Wochenende in die Deutsche Meisterschaft in Hamburg. Und wir haben auf jeden Fall ein interessantes Spiel. Ich glaube, dass der Hamburg der jetzt auch noch Wochenende da von hier zu spielen. So, dann wollen wir mal gucken, wie es wird. Vielen Dank, Markus. 6-2 steht's. Schon die Dynamik dieser Sportart. Man muss versuchen, mit viel Druck zu spielen, um den Gegner damit zu zwingen. Und der Ball ist ziemlich schwer zu kontrollieren. Jetzt haben sie beide einen Ausgleich gleich geschafft. Bis 16 geht's. Feuern wir die beiden mal an, René und Daniel. Geht's. Das ist auch so ein typisches Speedman. Man muss dann auch mal taktisch spielen, den Gegner ein bisschen bewegen. Und dann wieder hart zuzuschlagen, aber der war wahrscheinlich raus. Und